So, ich habe inzwischen mal die neuen Pumpen eingebaut. Jetzt wieder die Seite ohne Membran. Ich schalte mal ein. Saugt an. Wasser läuft ein. Ja, ob das so sehr viel mehr ist, wage ich zu bezweifeln. Mal nochmal zeigen hier. Ist nicht wirklich, dass man sagen kann, ist jetzt so die Menge. So. Ich habe jetzt mal ohne das Auslassventil die zweite Pumpe in Betrieb genommen. Mit Membranregler, man sieht hier nicht wirklich viel mehr Wasser. So, nochmal mit Auslassventil. Also es wird aufgedrückt, aber die Wassermenge ist nicht überzeugend. So, müssen wir nochmal bauen. So, jetzt habe ich neue Durchflusswächter rangemacht. Nochmal die gleiche Pumpe. Also ich würde sagen, es ist eher weniger. Ja. Also das ist schon sehr seltsam. An der Kaffeepumpe der Auslass dran und an der anderen normal. Ich habe jetzt die neuen Pumpen eingebaut. Die Kaffeepumpe mit 1 beschriftet, die Heißluftpumpe mit 2. An der Kaffeepumpe der Auslass dran und an der anderen normal. Wenn die auf 0 steht, dann geht's los. So, ich tue Wasser raus und jetzt schütte ich rein. So, bis maximal 200 Gramm. Und im Video sehe ich ja dann die Zeit. Da kann ich einschätzen, wie viel Wasser hier durch die Pumpe geht. Ich würde sagen, so bei 150 würde ich dann aufhören wollen. Das sind 100 Gramm, die Waage anzeigt, also ziemlich präzise. Es kommt jetzt auch nur aufs Verhältnis an, Zeit auf. Ja, machen wir so 100, 170. Ja, Schluss. So, jetzt der gleiche Versuch, wieder genullt mit der anderen Pumpe, mit der Heißwasserpumpe. Ich lasse erstmal ansaugen, bis Wasser kommt. Warte einen Moment. Läuft noch. So, und los geht's. So, machen wir wieder so bis 170, möchte ich die Waage nicht kaputt machen. Das ist dann schon genau genug. Stopp. So, der nächste Test, diesmal jetzt Pumpe 2 mit dem Ventil. Und los geht's. Ich denke mal, das ist eine ziemlich präzise Methode, weil wir immer nur das Verhältnis nehmen, also Zeitdauer und Füllungsgrad. So, das war's. So, jetzt wieder Pumpe 1, diesmal ohne Ventil. So, und der Test ist sozusagen so, dass ich das dann wieder zurückbaue auf den alten Stand und gucke, ob die Pumpen, die neuen Pumpen, besser sind wie die alte. So. Gut, Ergebnis haben wir. So, als Kontrollgruppe habe ich jetzt wieder die alte Pumpe, also die grün, ich zeige es mal hier. Ja. Die 4 ist jetzt hier mit Membranregler und mit Auslassventil und die 3 im Leerlauf und dann tauschen wir es nochmal. So. Ich schalte mal ein, dass erstmal ein bisschen Wasser angesaugt wird und läuft. Und los geht's. Ich denke mal, bis 170
ist ausreichend. Und Schluss. So, jetzt die Pumpe 3. Moment, so, mal wieder rüber. So, Pumpe 3. Erstmal ein bisschen ansaugen. So, und jetzt läuft's und los. So, wir werden dann bei der Videoauswertung einfach gucken, wann die Anzeige hochläuft. Das ist dann der Start, wo hier die Zeit genommen wird. Man sieht ja schon, dass es zügig erfüllt. Die Frage ist, wie es im Verhältnis zu der neuen aussieht. So, das langt. So, machen wir aus. So, jetzt nochmal Pumpe 3. Ich lasse erstmal ein bisschen vorlaufen, damit das richtig ansaugt. Oh, die Tarierung nochmal korrigieren. Das ist, wenn das der Becher nass ist, dass das gleich rausgerechnet wird. Und los geht's. So, sind wir bei 70 schon. So, 130. Also die Thermosicherung habe ich jetzt nicht jedes Mal gewechselt. Das brauchen wir nicht. Und Schluss. So, und jetzt nochmal ein Durchgang mit der Pumpe 4 im Leerlauf. Lass mal vorlaufen. Und los geht's. Ja, macht nichts. Da war gerade nichts dran. So, sind wir bei 120. So, das langt. So, jetzt werde ich die Werte mal auswerten und dann werden wir eine Entscheidung treffen.